Der Stahlschiff jetzt erwischt. Holy shit! Ich bin da auf dem Chess. Adlerkopf da als wie ein kleines Kind. 3%! Schieß mich jetzt schon, wenn wir mich nachher alle wieder überholen. Zack, ist er weg! Zu einem neuen Sander Smith Vlog. Schon fast verlernt zum Vloggen, es ist jetzt leider schon länger her, seit dem letzten Video, aber jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe einfach gerade keinen Bock gehabt, nicht einmal keine Zeit, ich habe einfach gerade einfach zu shredden genossen, ist auch mal wichtig. Und wie ihr sicher auf Instagram schon gesehen habt, bin ich in letzter Zeit recht viel mit dem E-Bike unterwegs. Und so bin ich auch heute mit dem E-Bike unterwegs, mit dem Rail. Wir sind hier zu Chur, da hinter mir sieht man schön auf Chur runter, sind hier an einem Aussichtspunkt auf dem Trail über Richtung Maladers. Ich bin nämlich jetzt schon mit 74% Restkapazität. In ein bisschen mehr als einer halben Stunde bin ich auf den Mittenberg rauf, vom Mediamarkt aus. Wir haben schon 530 Höhenmeter gemacht. Und das Ziel ist jetzt, um euch auf jeden Fall mal mitzunehmen auf einer Solo-Session Mittenberg Trails. Jetzt das Ziel richtig für Hörnli rauf. Die offiziellen Trails, die da auf der Bike Kingdom App unbedingt runterladen, wenn ihr da in der Region seid, ein super Tourenguide, super Trailguide, kriegen ihr einen Haufen Inspirationen, um einen Trails zu fahren, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt. Das ein paar versteckte und es gibt natürlich auch noch viel mehr als die auf dieser Karte. Aber jetzt möchte ich auch gar nicht mehr länger reden, schon viel zu lang. Heute sollte ich einfach Trailgeballer sein mit dem E-Bike. Ich erzähle dir nachher sicher noch mehr während dem Fahren. Es ist sehr windig und jetzt zeige ich euch weiter den Trail Richtung Maladers. Let's go! So, dann gehen wir da weiter von dieser Aussichtsplattform. Es geht eine richtige Traverse hinten auf Maladers, wo nachher der richtige Uphill ist, zum Fürhörnli raufzukommen oder auch nur Ochsenberg. Ich bin alles im Tour-Modus unterwegs. Ich werde euch vor allem auch mal zeigen oder euch mitnehmen auf den Test, wie weit, wie viele Höhenmeter, wie viele Kilometer können wir machen mit dem grossen Akku, 625 Wattstunden da im Bosch-Motor. Und ja, mal schauen, was wir können ausreizen, wo wir herkommen. Ich werde sicher probieren, bis der Akku leer ist. So, da die bekannte View durch das Maladerser Dörfli, sehr geil da. Und wir haben fabelhaftes Wetter und trotzdem sehr wenig Luft auf den Trails. The Dream. Wenn ihr jetzt das gerade sehen könnt, wie steil das da ist. Es ist unglaublich. Ich bin froh, dass das Ding eine Schiebhilfe. Ich habe es nicht mehr geschafft zum Fahren. Es war zu steil gewesen. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich eher gut bei so steilen Uphills. Ich habe irgendwie den steilsten sich verwünscht. Aber dort oben ist jetzt schon der Trail. Jetzt haben wir es dann gerade geschafft. So, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt eigentlich hier oben am Trail angekommen. Schauen wir mal, was für eine crazy Location. Ich zeige es euch mal. Also, da direkt sind wir jetzt da auf der Ridge. Schnell kleine Pause gemacht. Und holy shit, es ist steil geworden am Schluss. Ich habe, glaube sicher nicht den besten Uphill verwünscht. Aber mit dem E-Bike ist es jetzt gerade noch gegangen. Ich habe gerade 1020 Höhenmeter machen, wo ich nachher noch 50% im Akku hatte. Jetzt habe ich 1480 Höhenmeter gemacht und wir haben gerade noch 30% im Akku. 20 Kilometer rund und jetzt sind wir ein bisschen überhalb vom Fürhörnli. Ja, eineinhalb Stunden habe ich gebraucht für das. Und jetzt erwartet uns ein mega geiler Downhill. Aber auf dem Mittenberg und dort können wir dann noch mehr andere Trails aussuchen. Ist jetzt ein bisschen verfälschend vielleicht, weil am Schluss war es wirklich brutal steil gewesen. Zum Teil nicht können fahren, es war so steil gewesen. Das hat es vielleicht ein bisschen verfälscht. Sonst haben wir jetzt eigentlich gesehen, 50% noch, 1000 Höhenmeter schon gemacht. Alles im Tour auf jeden Fall. Und jetzt hat Ian da jetzt eigentlich ihre Kollektion komplett raus. Und meine zwei absoluten Favorites von dieser Kollektion habe ich heute auch an. Und das sind zum einerseits die Schoner da und die Schuhe. Seit ich die Schoner habe, das sind die K-Sleeve, habe ich eigentlich nie mehr etwas anderes angehabt, außer die gehen wirklich grob downhill. Für alles andere, finde ich, ist das die perfekte Lösung. Perfekt, dass man keine Mongo-Gaps mehr hat und einfach ultra bequem. Und ich finde, sie sehen auch mega geil aus. Braucht es gar kein Zip mehr auf der Seite, weil du willst sie gar nicht abziehen. Sie stören überhaupt nicht wirklich. Er sitzt einfach die ganze Zeit immer perfekt. Er tut sich nicht irgendwie einfalten. Ich habe wirklich nur noch die an.
Und er sieht ultra sick aus. Nummer 2, wo ich heute zum ersten Mal jetzt auch anhabe, testen bin, und ich bin bekanntlich mega ein Schuh-Fan. Das ist jetzt der neueste. Wie heißt er? Das ist jetzt der neueste Scrub Select mit Boa. Kostet 230 Franken. Und ich hätte nie gedacht, dass das Boa so geil ist. Der grösste Vorteil ist eigentlich, dass man so schnell angezogen und abgezogen hat. Vor mit Schuhbändel unten dran und noch ein Klett drüber ist eigentlich ganz okay. Ist auch schnell gemacht, aber wenn einmal das ausprobiert hast, boah, dann willst du nichts mehr anders. Es ist so praktisch. Schnell reinschleifen, rausschleifen, schnell nachziehen, schnell ein bisschen locker machen. Es ist der Dream. Und sie haben das Boa-System oben drauf platziert, dass es ein bisschen geschützter ist vor Sachen auf dem Trail. Wenn es da auf der Seite ist, ist die Gefahr viel grösser, dass es abgeschlagen wird. So ist es definitiv mehr geschützt. 3 Saison angehabt und wenn er putzen würde, würde er noch aussehen wie neu. Der ist am meisten im Kontakt mit dem Gelände. Und den Schuh ist vor allem auch wichtig, weil er ist einer von zwei Punkten, die euch mit dem Velo verbindet. Und darum lege ich Wert auf einen guten Schuh. Bin mega froh, kann ich so einen guten Schuh fahren von einem. Ob der auch so robust ist, sehen wir bei mir dann in Zukunft. Die sind bei mir sicher im Härtetest. Ich brauche das Zeug schon recht. Wir begeben uns zum Downhill. Wir gehen noch schnell führen zur Aussichtsplattform vom Feuerhörnli. Da weiter hinten geht es jetzt auf den Montalin. Der ist aber fast unfahrbar nach meinem Velo. Ich habe es auch schon gemacht letztes Jahr. Das ist dann aber doch gerade noch mal ein Stückchen. Let's go! So, es ist ein bisschen windig. Wir starten hier auf der Ridge. Und was da geil ist, vor ein paar Jahren bin ich hier oben in der Hängematte am Pennen, Sonnenaufgang geschaut. Und nachher genau da in dem Doppel, etwa 3/4 Stunden lang, einfach den Steinböck zugeschaut. Ein riesen Rudel Steinböck da gewesen. Und ich konnte die einfach aus etwa 5 bis 10 Meter Entfernung können beobachten und filmen. Yes, das ist das Erlebnis definitiv. Da droppst du gescheiter nicht rein. Wir sind bei mir hier auf dem Chesty, haben ihn ein bisschen höher montiert als sonst. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser. Habe ich noch 28% und bin gespannt, was wir nachher, wenn wir drinnen sind, mit denen noch anfangen, wie viele Höhenmeter wir am Schluss insgesamt haben. Ich habe mein Velo schnell parkiert und jetzt laufe ich hier zu Fuß. Führe ein kleines Trailrunning hier. Wow! Wie lange bin ich schon nicht mehr da gewesen? Holy shit! Haha! Wow! Chur, Felsberg, Domadems, Haldenstein. Hier unten sehen wir gerade die rote Platte. Vorher waren wir gerade noch dort hinten. Dort oben ist der Montalin. Da haben wir Trimis, T-Side, wo der Gibberist herkommt. Langquart, ja, ihr kennt es. Yes, sir. Wir sind zurück auf dem Bike. Jetzt müssen wir hier noch über die Wiese. Da habe ich in der Hängematte gepennt. Und jetzt fängt der Trail an. Letztes Mal vor ziemlich genau einem Jahr wahrscheinlich da gewesen. Und ich glaube sogar im genau gleichen Outfit. Schon witzig. E-Bike, um was ich eigentlich in diesem Video ein bisschen will reden. Sehr umstrittenes Thema. Ich glaube, es kriegt immer mehr Akzeptanz bei den Riders. Ups, Shortcut. Aber es gibt immer noch einen Haufen, wo eher dagegen sind, was auch völlig okay ist. Ich bin aber komplett begeistert. Ihr seht, ich bin fast nur noch auf dem E-Bike unterwegs, weil ich einfach viel mehr fahren kann in weniger Zeit. Ich kann viel mehr Trails fahren, habe viel mehr Spass, viel mehr Freude daran. Und das ist doch, um was es geht eigentlich. Ja, ein paar Wurzeln da. Ja, geil. Ihr High-Speed-Flowig da über die Wiese. Nachher wird es dann schon noch rough im zweiten Teil. Ochsenberg-Trail, aber noch den Mittelberg. Juh! Oh! Struggle to stay on the trail! Ah! Yes! So kleine Ruts sind einfach geil. Ah. Juhu! Doch schon ein paar gefahren. Auch der steile Uphill, es hat doch ein paar Spuren drin gehabt. Ja, auf der Karte hat es einfach so ausgesehen, als ob das der nächste Weg ist. Aber die haben wahrscheinlich alle etwas das Gleiche gedacht.
wieder rausgekommen. Und drop. Jetzt hat es mich fast genommen. So lange bin auch ich noch nicht auf dem E-Bike unterwegs. Ich glaube, das ist erst meine zweite richtige Saison, wo ich ein E-Bike habe. Ui, jetzt wird es dunkel da. Zum Glück habe ich die Photochromic. Meine zweite richtige Saison auf einem E-Bike. Wow. Und am Anfang bin ich auch... Wow, jetzt hat es mich voll hinten raus. Wow, gerade schnell geslidet. Ja, ich muss zugeben, ich habe hinten auch nicht mehr so viel Profil drauf. Der Reifen müsste schon lang wechseln. Ja. Muss ich schnell gucken. Bike Kingdom App auf die Trail Map. Und da nimmt es der linke Teil. Also wir müssen da weiter. Weiter geht's. Wie gesagt, am Anfang bin auch ich skeptisch gewesen, dem E-Bike über, vor allem der erste Trail. Das Flims bin ich im Green Valley gewesen, am Fahren. Und es hat so Absätze gehabt, ist eher steil gewesen. Und für mich war das schwere Velo noch eher neu gewesen. Und dort hat es mich, muss ich ehrlich sagen, zuerst gerade mal angeschissen. Weil es... Wow! Scheiße! Das wollte ich nicht. Da geht es weiter. Dort hat es mich zuerst gerade mal angeschissen, weil es hat mich sehr runtergezogen. Ich musste nicht mehr aufhören, sehr früh müssen bremsen. Immer. Ui. Wow. Ah. Wow. Challenge. Ciao. Ah, jetzt sind wir da wieder auf der Kiesstraße. Sollen wir da schnell ein Stückchen Kiesstraße fahren? Nachher sind wir am Ochsenberg-Trail. Da sind wir auch raufgekommen. Das war der Abhöhe, den ich genommen habe. Genau da habe ich die 1000 Höhenmeter erreicht und ab da ist es dann eigentlich steil geworden. Bis da ist es recht angenehmer Abhill. Jetzt sind wir im Ochsenberg-Trail. Ochsenberg-Trail. Und jetzt muss ich euch noch mal erzählen, wieso es mich angeschissen hat am Anfang auf dem E-Bike. Und zwar ist das vielleicht schon eine gewöhnliche Sache. Es hat mich immer vorher abgezogen auf den Absatz. Es hat mich so abgeschoben. Ich musste auf der Bremse hocken die ganze Zeit. Vor allem, weil es steil war. Es hat mich einfach gezogen und geschoben. Und an das habe ich mich jetzt aber vorher gewöhnt. Ich musste zuerst immer vorausschauend fahren. Ich konnte nicht so schnell fahren, weil ich einfach einen längeren Bremsweg habe. Und das habe ich das Gefühl, ist jetzt komplett nicht mehr so. Schon schwierig zum Vergleichen. Man fährt sicher anders. Das ist aber noch mal ein anderes Thema. Anders fahren mit dem E-Bike. Aber auf jeden Fall habe ich mich Uhren an das Gewicht gewöhnt. Man merkt aber auch jedes halbe Kilo. Uhren. Nur schon wenn du wieder mit einem E-Bike unterwegs bist, wo 2 Kilo schwerer ist, das merkst du Uhren. Aber auch an das gewöhnst du dich wahrscheinlich wieder. Und jetzt wird es rough da, das ist geil. Juh. Nachher kann ich sicher auch die Bremsbeläge vorne wechseln. Das ist auch verschleißt sicher mehr. Du fährst aber auch mehr. Du hast mehr Gewicht zum Bremsen. Du trampelst mehr Höhenmeter, Kette, Kassette. Das ist alles Material, wo man muss bewusst sein. Und anders fahren, ich habe es vorher angesprochen. Man fährt ganz anders, man wählt andere Trails, man macht viel mehr, man kombiniert mehr Sachen miteinander. Boah, das schlägt. Also das ist wirklich ein eigenes Fahren, es ist komplett eine andere Disziplin. Ich hoffe, ihr seht etwas, weil es so spotty ist. Immer wieder Schatten, Sonne. Boah, der Trail ist sick. Jetzt spüre ich dann langsam meine Hände, aber jetzt haben wir dann auch schon gut Höhenmeter vernichtet. Jetzt sind wir dann gerade, da unten sehen wir dann schon auf der Mitte wäre, aber... Holy shit! Immer schauen, die Bremse zwischen denen ganz loslassen. Nicht, auch wenn man nicht bremst, wirklich ganz loslassen, dass das Öl kann fliessen kann, um ein Fading verhindern. Und dann wieder stark bremsen. Wow, meine Hände.
sicher ein gutes Training für E-Tour de Mont Blanc. Allgemein auch der steile Uphill. Ein gutes Training für E-Tour de Mont Blanc dieses Jahr. Jetzt habe ich heute gerade Anmeldung gemacht für wieder da in Verbier. Oh, ist das geil gewesen. Back at the Mittenberg zum zweiten Mal heute. Ich habe mich entschieden, zum St. Lutzenkapelle Trail machen, weil den habe ich dieses Jahr noch nie gemacht. So richtig komplett von oben runter. Ich bin aus Versehen einmal mit dem E-Bike hochgefahren. Für das gehen wir jetzt wieder rüber Richtung Maladers und nachher rechts runter. Eigentlich müsste ich euch noch schnell den Secret Spot da zeigen, den mit Adlerhorst, den ich letztes Mal bei mir in der Story da hatte. Letztes Mal bin ich hierher und gemeint, das ist ein Trail. Und nachher bin ich da auf das kleine Aussichtsplattform gekommen und habe als erstes den Adlerkopf da entdeckt. Recht crazy gemacht. Und nachher habe ich da den Text gesehen. Und da steht so komisch so ein Zeug drauf. Sag du das, kann ich tun dir die Leute und Sven Team Pucksack Rucksack und stecken, steig auf die Höhe, da lüg deinem dann und die Ruhe ist so lind. Da wirst wieder glücklich als wie ein kleines Kind. Aha. Ja, so grob habe ich es etwa verstanden. Wow, shit, jetzt ist alles voll Ameisen da. Gut, Zeit zum wieder gehen. Da übrigens noch Ausblick da auf Brambrüsch. Morgen gehen wir dort shredden. Und morgen ist das erste Wochenende, wo ganz oben offen ist. Hoffen wir, die Gondel läuft. Und jetzt wissen ja ungefähr, wo das ist. Könnt ihr mir schreiben, wenn ihr es auch gefunden habt. So, da bin ich erst die Kreuzung noch eine weiter. Und jetzt können wir so schauen. Bei der nächsten Kreuzung müssen wir dann rechts weg. So, wir sind jetzt noch ein rechtes Stückchen vor die Straße gefahren und jetzt wieder links rein in den Trail. Oh. Enge Spitzkehre, da vorne kommt schon die nächste. Mit einer kleinen Erleichterung. Aber der Kur, geil. Es ist die Stadt von Schweiz, by the way. Hä? Das ist schon geil. Oh. Ah ja. Wieder überall Shortcuts drin. Das ist doch einfach geil. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, in diesem Vlog nicht mehr so viel Scheiße und Fluchwörter zu sagen. Weil da doch noch ein paar Kids mitschauen. Ab und zu. Ja. Ich glaube, da müssen wir dort links. Staubig. Staubig schon da. Hey. Yes! Yeah! Schön umgedriftet. Schnell ein bisschen aufstoßen und dann haben wir das Kapelle da vor uns. Sieht schon geil aus da in dem Stein drin. Mal schauen, ob es offen ist. Letztes Mal war die Tür offen. Yes. Und jetzt kommen wir in einen kleinen Kennel, der ultra geil ist. Aber mega gefährlich wegen Spaziergängen. Hinterrad am Drift. Da haben wir mal eine Session gegeben. Und in der nächsten. Ah! Zugewachsen da, verdammt Scheiße. Oh, schon wieder verdammt hochgehört. Aua, fuck! Der ist definitiv nichts im Sommer. Hey. Juhu!
So, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Ich habe noch 24% Akku und gerade 1600 Höhenmeter gemacht. Jetzt können wir noch mal auf den Uphill und mal schauen, wie weit ich es noch schaffe, zum Raufkommen. Oh oh, 15%, es leuchtet rot und ich bin erst bei Kilometer 1. Ich glaube nicht, dass ich ganz rauf schaffe. Noch 2,5 Kilometer, noch 7%. Aber wir gehen ganz rauf, egal was. Trampel halt noch selber. 3%, schiesst mich jetzt schon an, wenn mich nachher alle wieder überholen, die ich jetzt so lässig überholt habe. Aber hey, noch 3% und wir haben 1950 Höhenmeter gemacht. Not bad, ey. Vielleicht schaffen wir gerade noch 2000 mit einem Akku. Noch 2%. Noch 1,5 Kilometer. So, finito. So, der erste, den ich gerade überholt habe und er jetzt mich wieder überholt hat, schon der erste dumme Spruch gefallen lassen. Aber ja, was willst du? 1980 Höhenmeter. Ich denke, 2000 sind sicher machbar mit einem Akku, 625 Wattstunden. Alles im Tour-Mode mit relativ gleichmäßigen Uphills sind es eigentlich heute gewesen. Ich bin rund 75 Kilo, habe nicht viel Luft in den Reifen. Es ist 21 Grad heute und eben ein Uphill war brutal steil gewesen. Trampeln wir halt selber weiter. 1,5 Kilometer. Der zweite hat mich auch schon überholt und so langsam bin ich glaube schon lange nicht mehr an dieser noch 1 Kilometer Tafel vorbeigefahren. Aber es geht besser als ich gedacht habe. Man muss einfach schnell aus dem Geschwindigkeitsrausch rauskommen. Die letzten Meter, so hart ist es schon lange nicht mehr gewesen. 2100 Höhenmeter, die letzten 100 selber. Ciao. Oh yes. So, Silvan in front. Zweite Mal auf dem Mittenberg. Unsere Schaltungen tun nicht, aber... Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das hat mich doch gerade noch ein bisschen genommen da am Schluss. Jetzt nehmen wir da hinten den Mittenberg Freeride, heisst der, glaube ich. Ist auch offiziell auf der Bike Kingdom App drin. Und jetzt sind wir da am Silvan an der Ferse. Jetzt kommt dann gerade so ein kleines gemeines Uphill-Wurzelstück. Ja, schauen an hier. Souverän hängt er mich fast noch ab da. Aber schnell durch den Mud. Jetzt habe ich alles, was ich mir überlegt habe, beim Auffahren, was ich noch will sagen, habe ich vergessen. Sick! Wenn ich die filme, was du sagst. Ich habe gar nicht gewusst, dass du dort überdeckst. Einfach der Ding. Du kannst einfach drüber jumpen, wenn du schnell. Bei den Wurzeln? Ja. Ja, du bist schon schön drüber gerollt. Ja, voll. Yes. Jetzt missbrauche ich gerade noch den Silvan als mein Follow-Buddy. Let's go! Du musst viel schnurren während dem Fahren. Ja. Wir gehen jetzt hier in eine nice Section. Und schauen, ob ich hier den Profi schaffe, zum Nachkommen. Zack, ist er weg. Jetzt probiere ich das Beste. Ja, da. Geile Wurzelpassage. Voll geil. Die Länder gibt noch völlig durch. Zack. Am Styler! Ich glaube, liebe Detail. Sick. Nice, sorry. Dropping! Hey, hat mich gefreut. Viel Spaß. Dir auch. Ciao, bin ein anderes Mal. Ja, die wahrscheinlich nicht. Ja, ey. Ciao! So! Back on the trail! Und jetzt der Mittenberg Freeride da, der älteste Trail eigentlich sozusagen, der gebaut ist mit Schanzen. Und jetzt irgendwo geht eben so eine Traverse rüber. Und ich glaube, das ist da. Und die wird jetzt ausprobieren. Oder ist das die falsch? Muss ich noch eine weiter haben? Juhu! Noch ein paar Jumps. Wow, to the bottom. Auf jeden Fall, mein Fazit zum E-Biken. Ich finde es auch geil. Man kommt auch viel mehr zum Fahren. Man geht viel eher mal noch. Ich würde es sicher nicht als einziges Velo nehmen. Also als Ergänzung zum normalen Enduro ist es einfach mega geil. Und dann so ein bisschen abwechseln. Und das finde ich super. Und am Anfang nicht verschrecken,
wegen dem Gewicht, wenn ihr so mal das anfühlt. An das gewöhnt er sich. Und jetzt haben wir da, glaube ich, die Traverse gefunden. Ciao zusammen, danke schon mal. Jetzt da bin ich eben, glaube ich, schon mal zurückgekommen. Schön exponierte da. Exponierte Stelle. Wow, what a view! Oh, gerade wieder warm in der Sonne. Ja, mein Velo braucht mal Service, es tönt auch komisch. Jetzt bin ich so viel gefahren. Wow. Am Anfang schnell ein bisschen zugewachsen. Jetzt turns into a pretty high speed track. Und nachher kommen wir da wieder in den gleichen Kennel. Ich habe gebremst. Ah, Anstiegszeug. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da, wo wir nachher in die scheiß, oh sorry, verwachsenen Trails gekommen sind. Aber die fahre ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja meinen kleinen Finger so verletzt. Und wenn da die ganze Zeit so erst herschlägt, bitte zu hören. Zack! Die lasse ich aus. Juhu! Und straight zurück zum Haldenhütli mit der berühmten Aussicht über die Altstadt. Und da beenden wir, glaube ich, den Vlog. Wir haben eh schon genug gelabert. Es war cool, noch mit den anderen hier schnell ein bisschen fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick gekriegt. E-Biken, was da so machbar ist. Eben alles im Tour gefahren heute. Letztes Mal, obwohl noch recht erstaunlich, letztes Mal alles EMTB-Modus gefahren. Viel explosivere, steilere, weniger regelmäßige Uphills gemacht und haben doch auch 1800 Höhenmeter können machen. Kann euch die zwei Strava-Aktivitäten euch da unten verlinken. Vor allem auch die von heute verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr mal noch ein bisschen Insights anschauen. Von dem her wisst ihr jetzt nicht genau, was für ein Modus da irgendwie gescheiter ist. Klar, ich bin knapp 200 Höhenmeter weitergekommen mit dem Tour-Modus, aber hat schon einiges weniger Power. Ich weiß nicht, was die Faktoren waren, dass es so war, aber ja, da müssen wir sicher noch ein bisschen mehr testen. Auf jeden Fall, hoffe, es hat euch gefallen. Liken nicht vergessen, kommentieren etwas Cooles und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out!